Hallo, mein Name ist Rania Rede. Ich habe in Wien und New York theoretische Kernphysik studiert und schreibe nun an meinen zwei Doktoraten, eines in Wirtschaft und das zweite in Mathematik. Stellen Sie sich vor, Sie haben es eilig, Sie sitzen im Auto, Sie fahren dahin im 10-Morgenverkehr und die Ampel vor Ihnen wird rot. Was machen Sie? Bei der Audition habe ich erklärt, warum man bei einer roten Ampel auf einer Kreuzung möglichst schnell aufs Gas steigen sollte. Wir fahren auf die Ampel zu und dadurch, dass wir schnell fahren, kommen die Wellenberge nicht langsam nacheinander, sondern schneller. Das heißt, die Welle wird sozusagen zusammengedrückt. Und wir wissen ja, Wellenlänge hängt mit der Farbe des Lichts zusammen und deshalb erscheint für uns das Licht grün. Wissenschaft ist etwas Spannendes, etwas Aufregendes, etwas unheimlich Geheimnisvolles und Interessantes. FameLab gibt mir die Möglichkeit, diese Begeisterung zu teilen. Sehr geehrte Damen und Herren, jeden Tag lesen wir in der Zeitung über die Auswirkungen der aktuellen Finanzkrise, auf die Auswirkungen auf unser persönliches Leben, auf die Firmen um uns herum, ja auf die Auswirkungen auf die ganze Weltwirtschaft. Aber haben Sie sich dabei jemals die Frage gestellt, was der Ursprung dieser Krise war? Die Frage möchte ich heute beantworten aus mathematisch-wissenschaftlicher Sicht und ich möchte Ihnen noch eines beantworten. Ich möchte Ihnen erklären, warum es so wichtig ist, dass Wissenschaftler tatsächlich miteinander sprechen. Ein Beispiel, warum das oft fatal sein kann, wenn wir eben nicht mit anderen Wissenschaftlern sprechen, ist jede Raumsonde, die vor etwa 10 Jahren in Richtung Mars gestartet ist, um die Atmosphäre des Mars zu durchforsten und zu durchleuchten. Die Marssonde hat sich auf den Weg gemacht, sie kam in die Nähe des Mars und ist inmitten des Mars hineingeknallt. In 1000 Teile zerschellt, 125 Millionen US-Dollar waren dahin, weil diese Sonde in den Mars geknallt war. Und bei all diesen brillanten Physikerköpfen, die hinter diesem NASA-Projekt standen, fragen wir uns natürlich, was war der Grund dafür? Der Grund war, dass sie nicht miteinander gesprochen haben. Die Amerikaner haben in Meilen gerechnet, die Europäer in Kilometern und das war der einzige Grund, warum diese Sonde zerschellt ist. Kommen wir zur Finanzkrise. Angenommen, Sie gehen in eine Bank und suchen um einen Kredit an. Das Erste, was die Bank machen wird, ist, sie wird einen Background-Check laufen lassen. Das heißt, sie wird herausfinden, wer sind Sie, was ist Ihr stabiles Einkommen, welche Immobilien besitzen Sie und vor allem haben Sie noch andere Kredite, die Sie vielleicht abbezahlen müssen. Nun, wenn man das gemacht hat, kommen die Mathematiker und sagen, entweder man wird als guter Kreditnehmer eingestuft mit stabilem Hintergrund oder als schlechter Kreditnehmer, dann bekommt man meist keinen Kredit. Das war so bis vor 10 Jahren. Da bekam man als schlechter Kreditnehmer sozusagen einfach keinen Kredit von einer Bank. Irgendwann haben sich die Banken aber gedacht, hey, wir könnten doch diesen schlechten Kreditnehmern trotzdem Geld geben und im Gegenzug zu dem Risiko, das wir zusätzlich tragen, dem Kreditnehmer einfach höhere Zinsen verrechnen. Gesagt, getan, das haben die Banken gemacht und so haben auch auf einmal auch minderwertige Kreditnehmer trotzdem ihr Geld bekommen. Diese haben das Geld dann oft genommen, haben sich ein Haus gebaut und was dann passiert war sehr überraschend. Und zwar ging es der amerikanischen Wirtschaft so gut, dass die Immobilienpreise in Amerika rasant nach oben gestiegen sind. Sie können sich vielleicht erinnern, 2001 war das ungefähr, als das passiert ist. Das heißt, diese Kreditnehmer haben den Kredit genommen, obwohl sie kein stabiles Einkommen hatten, keinen guten Hintergrund, haben ein Haus gebaut. Das Haus hat aber währenddessen so sehr an Wert gewonnen, dass es ihnen auf einmal finanziell gut ging und sie die Kreditraten ohne Probleme zurückzahlen konnten. Und das war jetzt witzig für die Banken, weil die Banken natürlich eingesehen haben, uns sind auf einmal die schlechten Kreditnehmer viel lieber als die guten, weil keiner fällt aus, der Wirtschaft geht es gut, alle zahlen die Raten zurück, nur die schlechten Kreditnehmer zahlen uns mehr Zinsen, mehr Spesen. Und so haben die Banken dann Geld gemacht. Und das ging natürlich weiter und wenn Banken einmal Geld machen, dann werden sie auch kreativ und wollen das weiter ausbauen. Die Kreativität lag darin, dass sie meinten, sie nehmen diese Kredite, verpacken sie, verkaufen sie weiter, verpacken sie wieder, verkaufen sie weiter in die ganze Welt. Bis eines Tages die Immobilienpreise wieder zu sinken begannen. Und dann hatten die Mathematik und die Wirtschaft und alle ein Problem, weil nämlich diese verpackten Kredite auf der ganzen Welt verstreut waren und die ganze Welt gelitten haben. Das heißt, die Immobilienpreise gingen den Bach hinunter,
die Kreditnehmer gingen in den Bach hinunter und wie wir alle mitbekommen, auch die Banken gehen in den Bach hinunter. Was sagt uns das über die Kommunikation? Die Verbindung ist die, dass auch hier wieder zu wenig unter den einzelnen Wissenschaftsdisziplinen kommuniziert wurde. Es gab brillante Mathematiker, die dahinter standen, Risikomodelle entwickelt haben. Wir alle wissen, Physiker können sehr gut programmieren. Die haben das dann genommen und implementiert. Und auch die Wirtschaftler waren natürlich beteiligt, diese Risikokennzahlen dann zu interpretieren. Aber leider hat die Schnittstelle einfach nicht funktioniert. Und das wird als sehr wichtiger Punkt im Ursprung der Finanzkrise gehandelt, dass einfach dieses Risiko, das mathematisch bei der Rechnung herauskam, falsch interpretiert wurde oder einfach falsch weitergegeben wurde. Wenn Sie heute diesen Saal verlassen, dann möchte ich, dass Sie eines von mir mitnehmen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir Wissenschaftskommunikation betreiben, von unserem wissenschaftlichen Elfenbeinturm aus in die Welt hinaus. Aber ein erster Anfang wäre es, wenn wir Wissenschaftler beginnen würden, wie beim Beispiel mit der Raumsonde, einfach miteinander zu sprechen.